Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ja, so ungefähr könnte das Intro aussehen. Falls ihr euch wundert, wie ich aussehe, Leute, ich komme direkt von der Arbeit und habe mir gedacht, ich gebe euch einmal einen Einblick, wie der Herr Schepperfeuer eigentlich aussieht, wenn er seiner gemäßigten, ordentlichen Arbeit nachgeht. Und einige von euch haben mich in den letzten Wochen geschrieben, ob ich Fulltime Content Creator bin. Und die Antwort ist ja und nein. Also ja, mit Stream, fünfmal die Woche, 5 bis 8 Stunden, sind schon fast eine ganze Arbeitswoche, plus YouTube-Videos, plus Thumbnails erstellen lassen, ich lasse sie erstellen, ich bezahle jemanden dafür, weil das einfach besser kann als ich. Videoideen und all diese Sachen auf Social Media unterwegs sein, das sind pro Woche locker 60 Stunden, würde ich sagen. Und dazu kommt dann eben noch die normale Arbeit, die auch nochmal 40 bis 50 Stunden ist. Das heißt, falls ihr euch gefragt habt, ob ich Fulltime-YouTuber bin, allein auf YouTube habe ich letzten Monat ganze 400 Euro verdient mit ungefähr 100.000 Aufrufen. Das heißt, wenn euch 400 Euro zum Leben reichen, könntet ihr Fulltime-YouTuber an meiner Stelle sein. Mir reicht es ehrlich gesagt nicht, also gehe ich noch einer gemäßigten Arbeit nach. Aber Leute, ich weiß, ich sehe ziemlich geil aus und falls euch gefällt, wie geil ich aussehe, könntet ihr ja ein Like auf dem Video dalassen und vielleicht für noch ein Abo. Mach ich noch einen Knopf auf? Schaut mal. Gleich mal noch einen Knopf auf. Wartet. Okay, lassen wir das. Das gehört eher bei Twitch rein und ist eher was anderes. Battlefield 2042, Leute. Und bestimmt triggert euch, dass es jetzt offen bleibt. Und wisst ihr was? 3 Brusthaare. 3 Brusthaare. Und die lasse ich jetzt einfach hier. Ja, finde ich geil. So, ihr wolltet doch Ausschnitt haben, jetzt habt ihr Ausschnitt. Wem es nicht gefällt, guckt trotzdem zu. Danke. Battlefield 2042. Ihr habt es ja in meinem vorletzten Video schon gesehen, da habe ich drüber gesprochen, dass die Gerüchte gerade kommen, dass Battlefield tatsächlich verschoben wird. Und das ist ja mittlerweile von EA und DICE in so einer kurzen Nachricht auf Twitter bestätigt worden. Die haben im Prinzip, ich übersetze es kurz auf Deutsch, gesagt, dass sie festgestellt haben, dass bei internen Playtests gravierende Probleme aufgetreten sind und sie nicht garantieren können, dass das Game in einem guten Zustand rauskäme. Vielen Gruß und vielen Dank auch an der Stelle an Activision und Vanguard. Es gibt auch Entwicklerstudios, die interessiert das nicht, wie gut das Game ist oder wie weit es ist. Hauptsache, es ist draußen. Also haben sich EA und DICE dazu entschieden zu sagen, wir werden das Ganze verschieben. Und nicht nur, so wie ich das gedacht habe, wird der Release verschoben. Der ist jetzt für den 19. November angedacht. Ursprünglich geplant war ja die erste Oktoberwoche. Sondern auch die Beta wurde verschoben. Die ist jetzt in der ersten Oktoberwoche. Das heißt, die erste Beta-Phase beginnt am 6. Oktober nach aktuellem Stand. Und jeder, der vorbestellt hat, die, ich glaube, Ultimate und sonst was Edition, kann vom 6. bis 8.10. spielen. Ab 8.10. Crossplay können dann alle anderen auch noch spielen. Die Beta soll circa 1,5 Wochen nachher gehen. Bei allen Daten und sonstigen würde ich aktuell vorsichtig sein, weil wir gesehen haben, mit dem Verschieben von dem Release und mit dem Verschieben von der Beta kann das jederzeit passieren. Erstmal soweit gar nicht schlimm. Jetzt werde ich euch einmal was einblenden und zwar in 3, 2, 1... Hier seht ihr jetzt so ein bisschen auch das Problem, was wir haben. Es kommen jetzt in den nächsten Wochen unglaublich viele Sachen, die mehr oder weniger gegen Battlefield in Konkurrenz stehen. Also, wir bekommen Halo im Dezember. Free-to-Play-Multiplayer, Leute. Wir bekommen den Vanguard-Release. Kein Free-to-Play, nicht allzu fertig das Game. Hat einige Probleme, aber es kommt und es zieht Leute an. Dazu kommt im Prinzip der richtige Release von Battlefield jetzt dazwischen. Und da kommt dann auch noch die Warzone-Integration mit einer nagelneuen Warzone-Map. Und viele EA-Creator, die über Jahre eigentlich nur Games von EA gespielt haben, spielen mittlerweile Warzone, weil es einfach eins der aktuell gehyptesten Battle Royale Games ist. Und auch wenn die Spielerzahlen aktuell so niedrig sind wie in Warzone noch nie zuvor, jeder von euch kann sich denken, egal wie er zu Warzone steht, es wird am Ende darauf hinauslaufen, dass viele Leute, die Warzone mögen oder es einfach mal wieder testen wollen, in dieser Phase von Mitte bis Ende November 100%ig bei Warzone bleiben. Und das ist jetzt vielleicht kurze Frage an euch. Seid ihr die One-Sling-Gamer? Das heißt, ihr spielt das eine Game, ihr zockt es komplett durch und dann wechselt ihr? Oder seid ihr die Gamer, die sagen, ich spiele 2 Stunden Warzone, 2 Stunden Apex, 1 Stunde Call of Duty, 1 Stunde Halo?
Das wäre jetzt nochmal ganz interessant zu wissen, denn ihr könnt es unten kommentieren. Battlefield will natürlich nicht, dass Battlefield an sich mit dem neuen Hazard Mode oder Hazard oder Hazard oder Hazard Mode Hazard, Torn Hazard, Eden Hazard, Fußballspieler, mit dem Hazard Mode, was ja eine Art, also wirklich eine Art von Battle Royale sein soll, dass die direkt in Konkurrenz gehen mit der Warzone-Integration, mit der Halo-Integration, das wird nicht passen. Das heißt, aktuelle Gerüchte, es sind alles nur Gerüchte, Leute, wir diskutieren nur darüber, es ist nichts davon bestätigt. Übrigens, lieben Gruß an Dieter, Thorsten und Norbert, die beim letzten Mal gesagt haben, Battlefield wird nicht verschoben, was erzählst du da? Ja, habe ich erzählt, wird verschoben. Hast du nicht geglaubt, ne? Mach einen Kopf zu jetzt, ja. EA und DICE wollen mit Sicherheit nicht mit der Integration von Warzone mit all diesen Themen in Konkurrenz treten. Das heißt, das einzig Sinnvolle und Logische aktuell wäre eigentlich, dass Battlefield ganz normal jetzt am 19. November released, wir das erste Mal in den Portal-Modus rein können, in den Team-Deathmatch-Modus, Modus, egal welchen Modus auf jeden Fall. Es gibt ja einige, die man austesten kann. Auch wir COD-Spieler, ich glaube, ich spreche für jeden COD-Spieler, haben extrem Lust, einfach etwas Neues zu lernen, im Battlefield ein bisschen zu spielen, gucken, wie taktisch ist es dieses Jahr, wie sehr spricht uns die Grafik an. Und vielleicht werden einige von uns ja das Herz dieses Jahr nicht an Call of Duty verlieren, sondern an Battlefield. Das kann ja durchaus sein. Dazu ist es aber so, dass eine riesige Spielermasse mittlerweile Battle Royale bevorzugt oder immer noch bevorzugt. Dieser Trend wird irgendwann auch runtergehen. Und dann kommt dieser Battlefield Hazard Mode natürlich ins Spiel. Und dieser Modus wird, so wie das Tom Henderson und MW2 Ghost, das sind zwei Liga, auf Twitter unterwegs. Die könnt ihr euch da auch angucken. Ihr könnt die News auch selber suchen, wenn ihr wollt. Ihr müsst nur Englisch sprechen oder ich mach's mal für euch. Ja, danke. Ah, danke. Die haben darüber gesprochen, dass es wohl so aussieht, als wenn EA und DICE nicht direkt in Konkurrenz treten wollen, sondern diesen Hazard-Mode, der für viele durchaus interessant sein könnte, tatsächlich erst irgendwann im Januar oder im Februar 2022 rausbringen wollen. Und das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorge. Zum einen, EA und DICE haben vor vielen Monaten versprochen, dass in der gesamten Entwicklungsphase zu Battlefield 42 viel mehr Kommunikation mit der Community stattfindet. Und dann hätte ich mir gewünscht, dass man nicht erst 1,5 Wochen oder eine Woche vor Release von der Beta einen kurzen Tweet abgibt und sagt, tut mir leid, haben wir nicht geschafft oder wird nicht fertig, dauert noch, sondern 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen vorher. Wenn einer von den beiden erst eine Woche vor Beta-Release realisiert hat, dass die Beta so gar nicht starten kann, warum auch immer, wir wissen die genauen Gründe nicht, dann macht mir das Angst, dass da wieder keine Kommunikation herrscht. Und was passiert, wenn keine Kommunikation herrscht, haben wir in den letzten Jahren in Call of Duty gesehen. In Call of Duty, in der ganzen Franchise, gibt es nämlich nur noch einen Weg der Kommunikation. Bobby Kotick sitzt oben, guckt sein Portemonnaie an und sobald das Portemonnaie nicht ganz so voll ist, wird es geöffnet. Ein Entwicklerstudio wird in das Portemonnaie gequetscht, soll sich angucken, wie leer es ist und entwickelt irgendwas. Das sieht dann so aus wie jetzt, Call of Duty Vanguard oder Rage Guard oder Bug Guard oder ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Das gleiche ist in Cold War passiert, wo Sledgehammer mit Raven Software zuerst dran gearbeitet hat und dann irgendwann Anfang 2020 urplötzlich Treyarch übernehmen musste und absolutes Chaos auf jeden Fall. Und wir sehen es ja, die Beta, unfertigste Beta aller Zeiten, ist auch ein Titel, den man mal gewinnen kann. Den hat Call of Duty dann dieses Jahr wohl zum, ich weiß nicht, dritten Mal hintereinander gewonnen. Ist auf jeden Fall spannend, wie das da weitergeht, aber Battlefield ist heute das Thema. Das heißt also, man muss sich tatsächlich jetzt fragen, wird dieser neue Hazard-Mode so verballert eigentlich, wie es der Firestorm-Mode war? Also Battlefield Firestorm kennen ja mit Sicherheit viele von euch. Ich habe sie nie gespielt, ich habe es aber gesehen. Ist ja auch so ein klassischer Modus, der in der Versenkung verschwunden ist, weil es einfach so viele Probleme gab mit dem Release und mit dem Zeitpunkt, mit dem Datum und all den Sachen. Und genau das könnte dieses Jahr wieder auf uns zukommen oder nächstes Jahr. Das kommt ganz drauf an, wann er jetzt tatsächlich rauskommt. Und ich bin mir zu 99% sicher, dass wir diesen Modus dieses Jahr nicht sehen, weil einfach viel zu viel andere Games in direkter Konkurrenz dazu stehen. Und wäre ich EA und wäre ich DICE, ich würde ja eins machen. Ich würde ja 100% darauf vertrauen, dass Activision mit ihrem neuen, wunderbar funktionierenden Anti-Cheat-System, was anscheinend nicht so ganz funktioniert, sehen wir ja auch in Vanguard aktuell, obwohl es angeblich dort schon funktionieren soll, dass die Warzone
Es wird erst einen kurzen Hype geben. 3-4 Wochen. Neue Map, neue Locations, alles neu. Sieht ja auch ganz cool aus bisher, diese Pazifik-Map. Und das Warzone Anti-Cheat soll ja einen Großteil der Spieler wieder zurückholen. Viele von uns, mich eingeschlossen, haben Warzone seit Monaten nicht angefasst, weil diese Cheater-Problematik mit diesen gottlosen Kreaturen einfach überhand nimmt. Und wenn sie das wieder nicht in den Griff kriegen, werden die Leute ganz schnell das sinkende Schiff verlassen. Und dann, wenn EA und DICE schlau sind, kommt Battlefield mit dem Hazard-Mode und sagt, ey, wir machen es besser. Dazu ist natürlich notwendig, dass Battlefield auch mit dem Anti-Cheat-System, ich weiß nicht, wer von wem es dieses Jahr ist, ordentliche Arbeit leistet. Ich weiß, das Anti-Cheat von Battlefield in den letzten Jahren war auch nicht das Gelbe vom Ei oder der Yellow from the Egg, aber trotzdem habe ich Hoffnung, denn eins muss man sagen, schlechter als das Anti-Cheat von Warzone kann es nicht sein, selbst wenn man gar keins hat, denn dieses mehr oder weniger automatisierte Anti-Cheat von Warzone sorgt zu 99% nur dafür, dass Leute gebannt werden, die nichts getan haben. Und die 1%, die wirklich gebannt werden, weil sie cheaten, machen sich kostenlos einen neuen Account und zeigen Bobby Kotick und uns den Mittelfinger. Ja, muss man abwarten. Ich hoffe, wir kriegen Battlefield als gutes Game auch dieses Jahr schon. Oh, Bauvi! Ja! Kurz erstmal beenden. Ich bin raus für heute. Haut rein.